Hier an der österreichisch-italienischen Grenze sind wir eingekehrt beim Brückenwirt. Hier haben wir ein Zimmer und von hier aus kann man sternförmig die Ziele erreichen. Erstmal Venedig, dann Ljubljana in Slowenien, dann die hohen schneebedeckten Berge wie den Großglockner. Und von hier aus haben wir vor, also all diese und Triest und all diese Städten und abzuwandern bzw. abzufahren. Das ist alles im Radius von 2 Autostunden entfernt. Das ist also sehr zentral. Gestern hatten wir Regen, heute haben wir Sonnenschein. Wir waren in Venedig mit 25 Grad und haben vor, morgen in den Bergen zu wandern. Wir wollen in die Schneehöhe rauf und wir werden da noch einige Aufnahmen machen. Beim Brückenwirt, wo wir heute sind, wo wir die ganze Woche noch sind, das ist eine Gaststätte in Spital, die von der Familie betreut wird. Das sind sie hier. Sie sind auch ausgezeichnet worden von der Landesregierung in Österreich als beste Musik- und Gesangswirtschaft. Ich meine, ich esse auch mal Ungesundes, ist kein Problem, und ich trinke auch mein Weinchen. Und das ist die Lisa. Ist ein bisschen laut, weil gestern hat es hier gewittert und schon hat die Lisa Hochwasser. Und direkt am Ufer der Lisa wohnen wir. In diesem Haus. Die Sonne blendet. Morgen werden wir in den Bergen wandern. Dort oben oder auf dem Großglockner. Ist alles hier im näheren Bereich. Beim Brückenwirt. Aus unserem Urlaubsparadies in Kärnten an der italienischen Grenze. Waren wir gestern in Venedig. Heute wandern wir die Alpen ab. Hier ein Bild. Die schneebedeckten Gipfel. Und morgen, wir sind ja hier im Dreiländereck. Morgen fahren wir nach Ljubljana. Das ist alles von hier aus sternförmig in 1,5 bis gut 2 Stunden mit dem Auto erreichbar. Venedig, wie auch hier die Berge. Idealer Urlaubsort. Gestern 26 Grad, heute unter Null. Man muss natürlich ein bisschen abgehärtet sein, um das hier so, diesen Umschwung so abzukönnen. Aber es ist sehr schön hier. Wir freuen uns heute an der wunderschönen Bergwelt der Alpen. Das ist der Großglockner.
Wir sind auf 3100 Meter Höhe auf unserem Urlaub. Wir sind hier auf dem Gletscher. Ich zeig das mal. Ölthaler Gletscher. Hier ist das Gipfelrestaurant, aber hier geht es immer noch ein paar Meter in Richtung 4000 hier hoch. Oh, ich bin schneeblind. Und unser Fietchenhund, der kriegt kalte Füße, der hat ja keine warmen Schuhe an. Hier oben ist es ja ziemlich unter Null. Jetzt wandern wir erstmal hier über den Gletscher und es ist eine tolle Sache. Dort, wo wir in Urlaub sind, unweit von hier, Spital an der Drau, sternförmig. Gestern waren wir noch in Venedig mit 26 Grad, das sind 2 Stunden Autofahrt. Dies hier ist 1,5 Stunden Autofahrt hier zu dem Gletscher und so kann man sternförmig auch Slowenien erreichen. Ljubljana sind 2 Stunden und 20 Minuten. Also von hier aus in dem Dreiländereck kann man ganz tolle Sachen machen. Und wir waren ja, sind ja schon zum dritten Mal in Spital an der Drau. Und jetzt genießen wir heute mal den Winter. Also den vorgezogenen Winter, obwohl gerade der August vorbei ist. Edith mit unserem Hund Fietchen auf dem Gletscher über 3000 Meter Höhe. Der Hund verträgt das gut, er hat aber ein bisschen kalte Füße. Unweit von hier ist der Großglockner. Da wollten wir heute hoch, aber beim Großglockner kommt man ja nicht bis ganz oben hin. Hier auf diesen Gletscher kommt man aber bis so gut wie oben hin. Und das ist ja jetzt auch wichtig, da unten im Tal sind es ja heute 20 Grad und da wollen wir trotzdem mal den Winter genießen. Die Pistenraupe ist schon fleißig im Gang, um für die Skifahrer die Piste neu zu präparieren.
Heute machen wir Gletscherwanderung auf über 3000 Meter. Im Hintergrund ist der Großglockner, 4000 und ein paar hundert Meter. Das ist Spital an der Drau, das Stadtzentrum, schon mit einem Flair der Adria, die hier in der Nähe ist. Knappe 2 Stunden Autofahrt und man kann im Mittelmeer baden. Es ist zwar noch Österreich, aber es ist hier schon warm, obwohl man eine halbe Stunde rückwärts auf dem Gletscher im Eis marschieren kann. Kann man, wenn man hier runterfährt, in knapp 2 Stunden im Mittelmeer baden. Das ist das Stadtzentrum und dies ist das große Schloss im Zentrum. Das ist eine schöne Geschäftsstraße. Wir sind heute am höchsten Großsee in der Region Kärnten. Das ist der Weißensee. Der liegt auf, also der Wasserspiegel liegt auf über 950 Meter Höhe. Das, was wir hier sehen, und deswegen ist es hier auch ein bisschen kühler als woanders. Und wir haben hier eine Rundfahrt über den See gemacht, das ist 11 Kilometer lang, dauert 2 Stunden. Und es ist ein wunderschönes Wanderparadies. Und von diesen Fahrgastschiffen gibt es hier
5 oder 6, die uns unterwegs begegnet sind. Und heute machen wir mal einen ruhigen Wandertag mit Schiffstour zusammen. Und von hier aus kann man die schneebedeckten Dolomiten sehen. Ich versuche, die mal etwas ranzuholen. Hier entspringt die Lieser. Die Lieser mündet in die Trau. Wir sind in der Nähe der Adria, aber an einem See, am Mittelstädter See. Der ist noch so warm, dass, wie man hier sieht, die Leute schwimmen im relativ warmen Wasser.